Wolfgang Zanger von der FPÖ ist jetzt am Wort. Kollege Hoyerslautmannsdorf, Sie, mein Familienbild stelle ich gleich klipp und klar fest. Familie ist dort, wo Kinder gezeugt werden. Punktum aus, fertig. 200 Euro rechne ich jetzt noch dazu, weil man Auto auch braucht am Land. Du bist abhängig davon. Es waren bei uns nicht U-Bahnen quer von einem Tor ins andere. Was haben Sie im Gegenteil jenen Menschen bis jetzt genommen? 1.200 bis 1.500 Euro Steuergeld habt ihr denen aus der Tasche gezogen bis jetzt. 950.000 Familien haben dafür gezahlt, dass ihr Kinderweglegungseinrichtungen bezahlt habt, um das Kind so früh wie möglich von den Eltern wegzugeben und der staatlichen Erziehung angedeihen zu lassen. Ihr habt 950.000 Familien dafür bluten lassen, dass unter dem Deckmantel Flüchtlinge alle reinkommen können und gleich wie alle Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Ihr habt es gemacht, Aktion gratis Bahnfahren, organisiert für illegale Migranten, vom Oberschlepper kehren, der mit der ÖPP die alle durchs Land kutschiert hat. Wir, diese 950.000 Familien, haben dafür gezahlt, dass der reinkommen kann, wo Deutsch können, wir das zahlen dürfen. Für, dass ein roter Abgeordneter hergeht und zu einem Wähler, zu einem einfachen Arbeiter, der unten steht, sagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Wissen Sie was, der Kollege Schieder soll mal zu uns in die Steiermark kommen. Das werden wir noch drinnen erzählen. Und dann soll er drinnen mal hingehen vor seine Hacke und sagen, wissen Sie nicht, wer ich bin? Wissen Sie, was die tun? Die Eichel dann mit dem Sprichwörtel im losen Fetzen wieder nach Wien zurück. Vorher genommen habt. Danke. Herr Abgeordneter Zanger, ich nehme an, dass Sie wissen, dass Oberschlepper einen Ordnungsruf verdient. Es tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt einen Ordnungsruf gegeben. Für nicht, weil Sie nicht nur Oberschlepper gesagt haben, auch sonst sehr emotional in vielen Fällen über die Strecke. Ich kann gern noch einmal die Möglichkeit wahrnehmen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, zu dem beide Seiten stehen. Und wir haben ein Volksbegehren, das derzeit Unterstützungserklärungen sammelt. Und ich habe einen starken Respekt vor allen Menschen, die sich beteiligen, die an... Ich habe eine. Ich erteile Ihnen einen Verordnungsruf, Herr Abgeordneter. Und ich bitte Sie, endlich ausreden zu lassen, um die Würde des Hauses auch in dieser sehr intensiven Fragestunde zu wahren. Herr Abgeordneter, die Fragen sind von den Abgeordneten frei zu wählen und von den Regierungsmitgliedern frei zu beantworten. Aber fürs Protokoll müssen Sie sagen, welchem Abgeordneten Sie einen Ordnungsruf geben. Ich glaube, wir sind in dieser Fragestunde vorab übereingekommen, die Fragen zu formulieren. Und an diesen Fragenformulierungen ist die Antwort erfolgt. Und ich bitte jetzt den Redner ausreden zu lassen. Wenn Sie erlauben, dann darf ich vielleicht fortsetzen mit der Beantwortung. Ich bin der festen Überzeugung. Ich unterbreche die Sitzung und bitte die Präsidiale zu mir. Am Wort ist jetzt der Klubobmann der NEOS, Matthias Strolz. Herr Vizekanzler, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, das ist die Debatte zur rauchfreien Gastronomie, ja oder nein? Und ich finde es eine unglaublich zynische Debatte. Das ist eine Entscheidung auf Leben und Tod und da kann man noch einmal so viel mit Augen rollen, wie man will. Das, was Sie hier machen, das ist verantwortungslos. Und Sie wissen es ja genau, das ist verantwortungslos. Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen?
Sie sind für die Gesundheit verantwortlich der Menschen. Und es gibt genügend Studien, die das einwandfrei belegen. Und ich bin kein Visionär, der glaubt, dass morgen die drogenfreie Gesellschaft ausbricht. HC Strache und ich haben auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht. So ist es nicht, ja? Und das ist eben nicht zynisch, sondern dass Sie sich an sowas erheitern, das zeigt nur, dass Sie überhaupt nichts verstanden haben. Dass Sie nichts verstanden haben. All diese Wissen, nein, nicht zu Hause verbieten. Ja, schauen Sie, natürlich, ich sage, es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Und noch einmal, ich rauche auch selber ab und an eine Zigarette. Aber ich bin verdammt noch mal hier ein Politiker und habe Verantwortung. Und Entschuldigung, ich bitte den Abgeordneten Strolz, ausreden zu lassen. Es gibt noch genügend Möglichkeit, die Gegenargumente vorzubringen. Und es ist sicherlich für unser Hohes Haus wirklich auch ganz klar, dass wir das ausreden lassen. Auch dem Präsidenten, der Abgeordnete Greif. Und wenn ich dann, Herr Strache, Ihnen zuhöre, dass Sie sagen, ich will eh eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die ÖVP fesselt mich. Und dann höre ich den Herrn Kurz und der sagt, ich will eh eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die FPÖ fesselt mich. Dann frage ich mich, ist das ein Selbstfesselungsverein dieser Regierung? Ist das ein Bondage-Club oder was ist mit euch? Habt ihr Cojones oder nicht? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich bitte, die Ausdrucksweise zurückzunehmen, und zwar sofort. Oder Ordnungshof. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte. Der Minderheitensprecher der ÖVP. Ja, ich habe mir erlaubt, hier sozusagen ein bisschen darzustellen, welches politisches Paket die Opposition Ihnen vorlegt und welches wir als Regierungsparteien den Österreicherinnen und Österreichern unter den Christbaum legen. Das ist das Budgetpaket der Opposition gefüllt. Das ist das Budget, das wir den Österreicherinnen und Österreichern auch vorlegen, das in jedem Fall Inhalte hat und wo dieses Budget... Reißt euch eure Nerven zusammen. Erlaube mir, das hier stehen zu lassen. Und jedem Redner, der hier gesprochen hat, darf sich eines dieser Köstlichkeiten aus dem Budget mitnehmen. Sie grinnen dann was, Herr Kollege? Ja, ja. Danke für das freundliche Angebot. Ich gehe davon aus, dass der nächste Redner mir sagen wird, ob er sich durch die sich gestört. Herr Kollege Groß, Sie sind der nächste Redner. Fühlen Sie sich gestört? Dann darf ich die Kollegen bitten, dass wir dieses Angebot wieder zur Seite bringen. Ich fühle mich nicht gestört, sondern ich fühle mich schlichtweg verhöhnt von einer Aktion, dass ein ÖVP-Abgeordneter in seiner Präpotenz und Arroganz Schokoladezuckerln hier verteilt. Schokozuckerl dieser rot-schwarzen Bundesregierung. Dahin in diesem Land Europa. Nicht so einfach mit Weihnachtsgeschenken. Du kannst deine Schwedschken-Krampus auch mitnehmen. Herr Kollege, es ist zu viel der Präpotenz. Ein bisschen herunter mit dem Tonfall. Ich zitiere grundsätzlich den Sozialminister. Denn hier ein totes Pferd. Ja? Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Ja? Also wenn Sie ein bisschen ein Gespür hätten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden würdevoll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Okay? Sie beschließen, okay, Sie reiten jetzt ein totes Pferd. Das ist okay, kann man machen. Sehr pietätsvoll ist es nicht, aber ja, man muss, Andreas Schieder, man muss zugestehen, den Sattel, den Sie auf dieses tote Pferd drauflegen, der ist nicht einmal so zwider. Also das Pferd war schon länger krank, nämlich schon die letzten Jahre, und jetzt ist es tot und der schöne Sattel wird nichts nutzen.
Tote Pferde sind tote Pferde. Ja, wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald das Rederecht los. Aha. Es ist übrigens so, liebe ÖVP, wenn man unter vier Augen spricht mit durchaus innovativeren Typen bei Ihnen, mit dem Harald Mahrer oder mit dem Sebastian Kurz, dann sagen die hinter vorgehaltener Hand, natürlich gehört die Zwangsmitgliedschaft weg. Sie haben nur nicht die Cojones, dass Sie das öffentlich sagen. Herr Klobomann, das finde ich falsch. Jawohl. Auch in einer Fremdsprache ist dieser Wortgebrauch nicht zulässig. Wollen Sie es zurücknehmen oder? Ja. Danke. Allem Verständnis für Emotionalität bei diesem Thema bitte ich doch, Disziplin walten zu lassen und hier den Redner ausreden zu lassen und die Wortrufe, Wortmeldungen etwas einzuschränken. Wir haben gesagt, wir wollen der Würde des Hauses entsprechend handeln. Und dann bitte ich Sie auch, meine sehr geehrten Abgeordneten, dementsprechend... Sehr geehrter Abgeordneter Jarolim, ich schließe mich dem Ordnungsruf Ihrer eigenen Präsidentin an und erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für Ihr ständiges Zwischenrufen. Wegen permanenter Störungen, die Sie hier machen. Sehr geehrte Damen, ich unterbreche die Sitzung und bitte die Herrn Klubobleute und zu einer Stehpräsidiale. Ich stehe am Abend gerne am Balkon und schaue in den Himmel und denke mir dann oft, wir sind ja wirklich nur ein Tropfen Zeit. Da oben sind Millionen von Galaxien mit jeweils Milliarden von Planeten. Und wir können diesen unseren nicht verlassen. Wir haben nur diesen einen Planeten und wir sind hier zur Gemeinsamkeit verpflichtet. Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Chance. Und da kommt mir dann immer die Rocky Horror Picture Show in den Sinn. Weiß nicht, kennen Sie die Rocky Horror Picture Show? Da gibt es den Erzähler, also ein Musical der Generation meiner Eltern eigentlich, nicht meiner Generation. Da gibt es den Criminologist, das ist der Erzähler, und der analysiert ein Crawling on the Planet's Face. Some insects called the human race. Lost in time and lost in space. And in meaning. Und ich denke, wenn ich mich dann hochbeame auf einen dieser Planeten und auf die Erde runterschaue. Er schreibt: In Zusammenhang mit dem Mädchen Arigone erlaube ich mir, Ihnen einige Gedanken mitzuteilen. An Platter gerichtet, wie gesagt. Sie haben als jüngerer Mann im Gegensatz zu uns Älteren eine Zeit nicht erlebt, in der gut integrierte Menschen gegen ihren Willen das Land Österreich, damals Ostmark, verlassen mussten oder abtransportiert wurden. Alles war den damals gültigen Gesetzen entsprechend. Viele nahmen dies als unabwendbar an, andere beendeten aus Verzweiflung ihr Leben. Sind wir heute in unserem Staat schon wieder in einer ähnlichen Situation? Steht das Gesetz wirklich über der Menschlichkeit? Frau Magister Corum, ich weise entschieden zurück, dass Sie meine Arbeit vergleichen mit den Gräueltaten des NS-Regimes. Frau Kollegin Corum, lernen Sie Geschichte. Wenn Sie die Gräueltaten unter Hitler mit der Arbeit der jetzigen Innenministerin vergleichen, machen Sie eine Verharmlosung dieser NS-Zeit.